Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Montag, dem 29. August. Leicht verspätet, aber dennoch online will ich mich heute mal wieder zu Wort melden und mit ihm den Markt ein Stück weit kommentieren. Nachdem es ja am Freitag hier wilde Volatilität gab, der US-Dollar hat hier mit einem Stück weit stärker geglänzt und sämtliche Pairs, die hier mit dem US-Dollar im Kontext stehen, eben für oder mehr oder weniger mit starken Eruptionen versorgt, wie wir das heute hier auch beispielgebend mal rückblickend betrachtet beim Kiwi sehen, Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar und hier Kiwi die Händlerbezeichnung, der sich hier am Freitag zunächst aufmachte, ein neues, ja, mehr Monatshoch, ein neues Jahreshoch zu markieren, wie wir gleich sehen werden, wenn wir auf den Wochenchart gehen, aber dann und hier im Stundenchart links kurz zu sehen, dann die pure Ernüchterung, als es dann eben weitere Statements gab von anderen Notenbankern. Und das sorgte dann hier dann entsprechend für einen, ja, starken Impuls zum Freitag, der hier dann bis zum Wochenausklang dann letztlich sich auch dann auf tiefem Level oder das Preisniveau letztlich hier auf tiefem Niveau festigte. Hier im Wochenchart schön zu sehen, dass wir diesen Aufwärtstrendkanal grundsätzlich ja seit Mitte 2015 nach wie vor haben, aber immer wieder hier im Bereich dieser oberen deckelnden Trendlinie und auch dieses Widerstandsbereichs, wo wir jetzt praktisch auch schon in den Vorwochen drüber gegangen sind, hier rund um 0,71, 95, 0,72, inklusive dieses Verlaufshochs hier bei 0,7380 haben wir uns hier, wie gesagt, einen Bereich genähert, der hier durchaus als Überschusszone sozusagen deklariert werden kann und wir haben hier auch eine Art Shooting Star als Wochenkerze und ja, die aktuelle Handelswoche ist hier noch recht frisch beseelt, also viel ist da noch nicht passiert und man muss eben abwarten, ob die Schwäche, die sich hier insbesondere eben am Freitag manifestiert hat, weiter fortsetzen kann. Grundsätzlich sind wir eben im oberen Bereich dieser Aufwärtstrend-Kanalbewegung und damals auch schon hier im Juli, Ende Juni, Anfang Juli wurde eben gemutmaßt mit diesem blauen Tendenzfall, den ich jetzt einfach mal ein Stück weiter rüber schiebe, dass der Markt hier auf oder von diesem Niveau ausgehend durchaus nochmals wieder ein Stück weit tiefer gehen könnte. Der Kiwi ja generell zinstechnisch noch relativ gut bestückt, aber auch hier sind weitere Zinssenkungen mehr oder weniger in Aussicht gestellt. Im Gegenteil dessen, was ja hier beim US-Dollar immer wieder das Orakeln ist, ob die Notenbank hier eben die Zinsen anhebt oder nicht, ob das vor den Wahlen passiert, darf mal bezweifelt werden. Aber grundsätzlich scheint es technisch gesehen jetzt erstmal möglich, dass der US-Dollar hier wieder ein Stück weit Stärke zeigt, also praktisch das vom Freitag inklusive dieser Wochenabschlusskerze hier nach unten weiter fortsetzt. Und ich würde mal hier auf dieses Tief dieser Handelswoche hier vom 15.8. achten, denn unterhalb von 0,7164 wäre grundsätzlich Potenzial für eine Bewegung, die dann eben hier in den Bereich 0,69 führen könnte. Da hätten wir dann auch hier diese Abwärtstrendlinie vielmehr. Diese eine Schräge wohl bemerkt und dann aber auch hier diese untere schräge Trendlinie kommt. Hier auch noch ein kleines Support-Level. Also wir haben hier sozusagen ein kleines Kreuz-Unterstützungsniveau. Haben wir hier nochmal mit diesen Kerzen Tiefs und diesem Hoch hier verknüpfen können. Zumindest ist es anzunehmen, dass wenn wir unter 0,72, 0,7164 gehen, dass der Markt dann hier ein Stück weit tiefer nach unten abkippt. Das Ganze passt zwar nicht, und das will ich Ihnen jetzt hier nicht vorenthalten, zur Saisonalität. Die zeigt sich nämlich seit Anfang oder mit dem Ende des Augusts und Anfang September hier sehr, sehr bullisch. Bis Mitte September sind hier steigende Kurse zu präferieren. Technisch wird das aber, wie gesagt, nicht unterstrichen. Könnte dann erst wirklich weiter antreiben, wenn der Markt es dann hier schafft, nach oben rauszubrechen. Aber das wäre, wie gesagt, jetzt eher technisch betrachtet das Szenario mit der geringeren Wahrscheinlichkeit. Gehen wir kurz auf den Tagesschart hier nochmal ein, um die Situation ein Stück weit genauer zu verdeutlichen. Auch hier die damaligen Kerzen. Tendenzen, die dann hier auch letztlich ganz gut Einzug hielten. Wir können hier im Tageschart noch genauer definieren, dass wir hier eine Zone haben, inklusive eben der Bewegung vom Freitag, die hier knapp über 0,73 als Widerstandszone definiert werden kann. Sollte hier ein Tagesschlusspreis drüber gelingen, das lässt sich jetzt hier schön an dem Tageschart ableiten, wäre es denkbar, dass der Markt oberhalb von 0,73 per Daily Close inklusive der bullischen Saisonalität dann vielleicht sogar die obere Trendlinie nach oben auflösen kann. Wäre aber, wie gesagt, aktuell nicht mein präferiertes Szenario, doch man soll ja an den Märkten niemals nie sagen und insofern immer auch den Plan B haben. Aber geht es eben noch ein Stück weit tiefer, dann will ich auch hier nochmal das Szenario verdeutlichen, dass wir durchaus in Richtung 0,69 abtauchen könnten, 0,6950 hier auf Tagesbasis. Das kann man auf den Pip genau natürlich nie sagen, aber die Tendenz dessen, dass wir nach unten drehen sollten, dürften, ist gegeben. Würde sich dann auch noch, wenn wir hier diese Trendlinie sozusagen, ich jetzt mal hier in den Charts hier, vom
Juni, Ende Mai beginnend, wenn wir die nach unten auflösen, dann hätte man auch hier nochmal einen zusätzlichen negativen Bias, der dann sozusagen den ganzen Druck noch ein Stück weit erhöhen könnte. Plan B, wie gesagt, wenn wir hier rausgehen über 0,73 bei Daily Close, ist ein schönes Level, 0,7310, dann wäre im Kontext der Saisonalität auf jeden Fall eine weitere Aufwertung anzunehmen. Und das muss man natürlich auch immer ins Kalkül ziehen, dass der Markt eben hier eine andere Bewegung vollzieht. Und wenn er sie vollzieht, ja, kann man darauf spekulieren, beziehungsweise ohnehin sich auch für diesen Weg entscheiden. Mit der Saisonalität verknüpft ist das ein ganz gutes Setting, wenn man sich das mal so anschaut. Und insofern will ich Ihnen das auch nicht vorenthalten, dass, wenn es eben über 0,73, 0,7310 geht, der Markt hier durchaus Potenzial auf der Oberseite hat. Aber aufgrund dessen, dass hier immer wieder bei 0,73 gegeben wurde, dann eben jetzt auch aufgrund von Jackson Hole hier dann am Freitag diese Umkehrkerze folgte, ist es doch ein Stück weit relativ in Sachen Stärke. Und insofern wollen wir doch mal sehen, was der Markt uns präsentiert. Wie gesagt, unterhalb von 0,72, 0,7164 scheinen die Bären im Vorteil, oberhalb von 0,73 hingegen die Bullen. Alles dazwischen ist Pendeln, ist Pingpong, da muss man sich nicht wirklich mit befassen, eher dann auf das klare technische Signal warten und dann Attacke. Also, ich sage erstmal danke fürs Einschalten, das wäre es heute leicht verspätet gewesen, aber morgen wieder 9:30 Uhr wie gewohnt an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen einen guten Auftakt in die Woche, auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.